und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Als allererstes essen wir mal eine schöne Karotte. So, ja, wir sind noch bei unserer, bei unserem Spawner hier, den man relativ gut erkennt. Mit relativ kann ich mich leider hier gerade nicht sonderlich zufrieden geben. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, hauen wir jetzt hier mal noch eine Reihe Steine um diese Holzwanne drumherum. Haben wir eigentlich genug Steine dabei? Natürlich nicht. Ja, dafür haben wir unseren Spawnraum da unten. Wo wir jetzt das hier auch runternehmen. Und heute auch mal ein bisschen anfangen, den Spawner etwas zu bauen, um etwas auch noch daraus zu ziehen. Zum Beispiel Erfahrungspunkte und so weiter. Dementsprechend würde ich jetzt auch sagen, statt dass wir jetzt hier runterbauen, gehen wir hier rein erstmal. So, zwei Blöcke rein. Und bauen hier dann mal ein bisschen einen kleinen Weg draus. Damit wir nicht immer direkt... Oh, nein, oder? Wir haben nicht mal mehr eine Spitzhacke dabei. Wir haben aber ein paar Steine. Eisen haben wir auch nicht dabei. Ach ja, wir haben ja das Gold. Sieht die schick aus. Ja, ja. Die möchte ich ja schon gar nicht erst kaputt machen. Ja, zurück zum Punkt, dass wir nicht immer direkt im Spawnraum, direkt neben Spawner hier so ein, wie soll ich sagen, einen Eingang haben. Würde ich mir mal, habe ich mir jetzt überlegt, ja, wie könnte man das jetzt am besten umgehen etwas. Ja, einfach mal hier schnell eine extra Treppe bauen, damit man nebendran rauskommt. Wo man das dann auch schön noch verschließen kann. Und was haben wir hier natürlich wieder? Mein Lieblingsprodukt in diesem ganzen Spiel. Genau, Kies. Nicht den, den man verdient, sondern den, den man nicht mag. Ja. Wo ist jetzt die Spitzhacke? Ah, da. Echt jetzt? Nein, oder? Wir sind zu tief. Machen wir das halt jetzt so. Ist mir jetzt hier halt ein bisschen zu tief. Bauen wir uns jetzt hier schnell ein paar Stufen zusammen, um diese Treppe hier drüben etwas besser zu gestalten. So. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Wieso erinnert mich das jetzt an Feuerstein? Egal. So, jetzt haben wir hier ein kleines Räumchen. Da können wir eigentlich auch unsere Sachen, die wir jetzt hier stehen haben, auch hinbuxieren. Toll. Ja, super gemacht von mir. Ich habe die Workbench, also die Werkbank zuerst weggemacht, anstatt hier schnell eine Spitzhacke herzustellen, die wir jetzt auf jeden Fall noch brauchen. Ich glaube, die Goldspitzhacke wäre jetzt echte Verschwendung. Machen wir lieber eine Steinspitzhacke. Hält länger. Können wir noch schnell alles abbauen. Hier kommt dann eine Tür hin. Machen wir das hier weg. So. Das haben wir erst beim letzten Mal so richtig schön hingebaut. Müssen wir alles wieder wegmachen. Nur damit der Spawner frei steht und uns viele, viele Spinnen bringt. Irgendwie gefällt mir dieser Gedanke gar nicht. Ich mag Spinnen überhaupt nicht. Naja, egal. So, dann hier. Hatten wir nicht irgendwo noch eine Tür liegen? Upsi. Toll, ich dachte, wir haben noch eine dritte Tür dabei. Machen wir das auch gerade mal zu. Packen jetzt hier unten schon mal das Öfchen hin. Nehmen wir die ganzen Sachen hier raus. Die Truhe nehmen wir mit. Ernsthaft, das eine Redstone können wir nicht mal mitnehmen. Oh, das ist ja richtig geil. Zu Anfang schon so ein Problem. Supi, dupi. Ja, das macht mir Freude. Und das können wir auch nicht mitnehmen. Ha, wer hätte es gedacht? Ich gerade irgendwie ja nicht. Aber Kopf hoch. Wird ja irgendwann mal wieder. Die Fichtensetzlinge setzen wir auch gerade da rein. Truhe mitnehmen. So, ups. Dann hier eine Doppeltür.
Lol, wieso kriegt man jetzt da drei Türen raus? Och nein, wir haben jetzt nicht ernsthaft die hässlichste Tür, die hier gar nicht dazu passt. Ich glaube, die Türen tauschen wir. Wir brauchen ja ein Sichtfenster, sage ich mal, um hier reinzugucken, falls irgendwas hier rumlungert. Da muss man ja nicht unbedingt reinschauen können. Und dann so. Jetzt können wir hier jetzt reinschauen. Und da kommt die erste Spinne gleich. Das war eine gute Idee, zu Beginn gleich mal die Fackel, die die Spinne zurückhält. Na du Spinnchen. Spinnst du mal wieder ein bisschen? Ja. Toll, was können wir jetzt am besten bauen, um die Spinne etwas zu beschäftigen? Toll. Wir brauchen Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Aber wir haben kein Wasser. Wir könnten, das Einzige, was wir machen könnten, wäre hier, um den Spawner drumherum wegzubauen, dass die Spinnen sofort runterfallen und dann später an den Wänden Wasser machen, damit die nicht hochkommen. Oder doch, da könnten die sogar hochkommen. Als Erstes bauen wir hier mal im Zweierfeld-Blockbereich drumherum ab. Weil ich glaube, über zwei Blöcke können die gar nicht springen. Wir aber schon mit Rennen. Brauchen wir zwar nicht, aber trotzdem. Wie gesagt, muss es werden. Toll, die Türen fallen jetzt auch gleich wieder weg. Kann man Türen über Treppen stellen? Nein, natürlich nicht. Ja. Was machen wir da jetzt am besten? Wir lassen da Blöcke stehen. Okay, so. Jetzt haben wir eine Sicherung mit keiner Sicherung. So. Da drüben ziehen wir dann nicht mal die Wand hoch. Wir lassen das besser zu. Sonst bekommen wir auch noch Besucher von außerhalb. Das wollen wir ja nicht. Nein, oder? Da ist jetzt auch noch eine Höhle unter dem Spawner. Oh Mann, nicht schon wieder. Die Höhle geht bestimmt auch wieder so ewig weiter. Schauen wir gleich mal am besten an. So, der Spawner ist jetzt mal in der Luft. Dann haben wir hier unten dann die ganzen hässlichen kleinen Spinnen, die uns das Leben zur Hölle machen wollen. Und wir schicken sie auch noch dann zur Hölle. Oh, toll. Ja. Freut ihr euch auch gerade so sehr wie ich? Ich spüre schon den Enthusiasmus. Und ja, ich freue mich ja gerade so Bombe, dass da unten die Höhle weitergeht. Und dass dieses schaurige Geräusch dann jetzt auch noch kommt. Super. Ja, das ist Freude. Freude, Freude. Ja, egal. Wo haben wir eigentlich... Ach, da sind die Fackeln. Ich traue mich da jetzt gar nicht runter zu gucken. Aber runter zu gehen. Bitte nicht sterben, bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Bitte nicht weitergehen, bitte nicht weitergehen. Super, wir haben hier gleich mal wieder eine größere Höhle gefunden. Im Rahmen des Möglichen müssen wir natürlich Glück haben mit Höhlen. Schon irgendwie komisch. Wenn wir mal nach einer Höhle suchen, finden wir keine. Und wenn wir mal eine gefunden haben, weil wir eine gesucht haben, haben wir das Problem, dass sie so unendlich groß ist, dass wir keinen Bock mehr drauf haben. Yay! Das ist Logik. Oh Gott. Bin ich gerade zu sarkastisch? Ich denke schon. Aber naja, wer wäre das in diesem Moment voller Freude nicht. Ich kenne niemanden. Aber egal. Spaß beiseite. Ja. Wir sollten uns wirklich was überlegen, wie wir die Spinnen dann als hier runter bekommen. Einmal Wasser über den Spawner hilft, glaube ich, nicht so viel, wie ich mir erhoffe. Jetzt, wie komme ich da wieder hoch? Machen wir da weg. Dann da runter. Ja. Das sieht nach einer sinnvollen Investition mit schön viel Sprachfehler aus, weil wir jetzt nämlich... toll.
Ja, die erste Spinne fällt gleich runter. Wenn wir es tiefer bauen. Okay, okay, okay. Jump'n'Run Skills. Und ich verkack's. Schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Die Spinne kommt, die Spinne kommt. Nein, verpiss dich. Verpiss dich. Toll. Voll. Die nächste Spinne kommt. Die schafft's aber nicht zu mir rüber. Nein, nein. Der Sieg. Wir haben es schon wieder verbockt. Ich hab's zumindest verbockt. Oh Mann, wie komme ich da jetzt am besten hin? Ah, toll. Oh, toll, super. Da unten ist gleich wieder die Spinne. Oh, ist die jetzt da wirklich hochgeklettert? Ja. Okay. Der Anfang ist gemacht. Die Spinne ist auch da. Und so voller Vorfreude. Ich nehme jetzt gerade nochmal so eins. So eine. Und mach da. Und da. Und da weg. Und mach da drüber Stufen. Dann haben wir da mehr Platz. Dann kann ich noch einmal versuchen mit meinen Jump'n'Run-Skills, die ich eigentlich gar nicht habe. Ja, ja. Okay, Besuch haben wir schon mal. Keine schlechte Sache. Okay, das war die falsche Karte. Das ist die richtige Karte. Selbst... Lol, es sind jetzt schon zwei Spinnen. Kommt hoch, wenn ihr euch traut. Nicht töten, nicht töten, nicht töten. Alter, wie viel... Sind es jetzt... Nein, das sind... Ja, toll. Guter Anfang. Oh je. Ich will schnell wieder hoch. Ich will da hoch. Mal schauen, ob wir es jetzt schaffen. Nein, jetzt schaffe ich es nicht mal da hoch. Oh Gott. Bitte, bitte, bitte lass es funktionieren. Ich will nicht sterben. Nicht in Gegenwart eines Spinnenspawners. Okay, ich lasse es lieber. Oh Gott, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Kusch dich. Okay, wir haben drei Herzen, dreieinhalb. Ja, es hat geklappt. Es klappt, okay. Okay, okay. Wir sind jetzt in Sicherheit. Wir haben hier unser schönes Häuschen mit diesem Weg nach oben. Okay. Und ich glaube, das war es dann auch schon mit der heutigen Folge wieder. Wenn sie euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Und dann bis zum nächsten Mal.